Hallo liebe Zuschauerin, hallo lieber Zuschauer. In diesem Video geht es um Corona, die Ungereimtheiten und trotz Quarantäne gesund bleiben. Bleiben Sie also dran. Am Schluss dieses Videos bekommen Sie noch ein paar super Tipps, wie Sie gesund werden, falls Sie in irgendeiner Form einen Infekt haben, nicht nur Corona, oder wie Sie auch gesund bleiben können. Kurz zu mir, mein Name ist Klaus Anton Meyer, ich bin Heilpraktiker seit 1996 und hatte viele Vorträge gehalten zwischen den Jahren 98 und 2019 live und auch viele Vorträge auf YouTube, auf Facebook und. Die Themen waren Entgiftung, Entschlackung, Entsäuerung. Ich habe sogar mal eine Lebensfreudekur entwickelt und mit einer Gruppe online quasi betreuend durchgezogen, mit sehr viel Erfolg und sehr viel guten Rückmeldungen. Ein anderes Thema war Schmerzfrei ist möglich oder auch Labordiagnostik in der naturheilkundlichen Praxis und viele, viele weitere Themen, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ausführen möchte und kann. Ich möchte Sie ja auch nicht langweilen. Aber nur, dass Sie wissen, mit wem Sie es mit in diesem Video zu tun haben. Ja, bezüglich des Coronavirus gibt es verschiedene Ungereimtheiten, die ich an dieser Stelle mal ein paar wenige von vielen Ungereimtheiten anführen möchte. Es gibt eine Definition für Pandemie. In mindestens 10 Ländern muss mindestens 1% der Bevölkerung betroffen sein. Am Stand am 25.03., und da hat sich auch bis heute nicht mehr viel verändert, also Stand 17.04.2020, der höchste Prozentsatz liegt bei 0,09%, also quasi ein Zehntel, nicht mal ein Zehntel der Menge, war der höchste Prozentsatz am 25.03. von dem Prozentsatz 1%, damit man Pandemie überhaupt sagen kann. Und das muss dann in 10 Ländern gleichzeitig der Fall sein, also 1%. Und das trifft bei diesem Coronavirus an dieser Stelle eigentlich gar nicht zu. Also haben wir eigentlich auch gar keine Pandemie. Es wird uns nur so vermittelt. Es gibt noch weitere Ungereimtheiten, die jetzt gerade erst rausgekommen sind. Hier zum Beispiel ein Bild, die Quelle T-Online vom 13.04.20. Schauen Sie selbst nach. Ein Bild hier mit einer großen Menge an Menschen. Das sind Menge, die kommen als Erntehelfer. Auch aus Risikogebieten, wo auch Corona gibt's, ja, die kommen nach Deutschland zur Hilfe bei der Ernte. Schauen Sie auf das Bild, wie dicht gedrängt und meist ohne Maske Sie hier am Flughafen stehen, zum Abflug bereit nach Deutschland. Wie kann das sein, wenn die deutsche Bevölkerung, wenn das wirklich so schlimm ist mit diesem Virus, wie kann es sein, dass solche Menschenmassen dann doch nach Deutschland in dieser Form kommen dürfen und auf der anderen Seite dürft niemand irgendwo hinreisen. Denken Sie selbst. Ja, weitere Ungereimtheiten. Das Wort Verschwörungstheorie wird sehr häufig benutzt und zwar zu allem, was eine andere Meinung hat als die herrschende Meinung. Und die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Sie sehen links, ich hoffe, Sie können es lesen, eine Auflistung von Professoren und Doktoren, namhaften Professoren und Doktoren aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum. Das sind dann alles Verschwörungstheoretiker, ja. Im Gegensatz zu diesen dreien auf der Nicht-Verschwörungstheoretiker, wie Drosten, Wieler und Spahn. Ja, und links sehen Sie Professoren, Professor, Doktorin und Doktorin, alles namhafte Praxis, erfahrene Menschen, teilweise Virologen auch, die alle
als Verschwörungstheoretiker verunglimpft werden, nur weil sie eine andere Meinung haben als die offizielle Meinung. Die haben nämlich alle die Meinung, dass diese Maßnahmen absolut übertrieben sind und überhaupt nicht, ja, wie sagt man, angebracht für einen Virus mit der Auswirkung dieses Coronavirus, die lang nicht so extrem ist, wie es uns verkauft wird. Weitere Ungereimtheiten, ja, Stand 25.3. habe ich hier gefunden, Quelle worldometers.info, ja, bis zum 25.3. starben weltweit 21.297 durch oder mit dem Coronavirus, weil es ist ja so, es werden auch Leute in diese Statistik mit einbezogen, die an einer anderen Erkrankung gestorben sind. Zum Beispiel, sie sind aus dem Fenster gefallen, aber waren dann Corona positiv, dann sind sie quasi auch mit in diese Liste gekommen. Tod durch saisonale Grippe 113.000. Tod durch Malaria 228.000 zwischen dem 1.1.2020 und 25.3. Ja. Tod durch Selbstmord 250.000. Tod durch Verkehrsunfälle 313.000. Tod durch HIV und AIDS 390.000. Tod durch Alkohol 580.000. Über 1 Million bei Rauchen, fast 2 Millionen Tod durch Krebs und über 2 Millionen Tod durch Hunger, liebe Leute. Ich habe schon mal an einer anderen Stelle gesagt, wäre doch Hunger ansteckend, das wäre doch toll. Dann gäbe es vielleicht jetzt keinen Hunger mehr, wenn die Menschen den Menschen, die das alles steuern, so wichtig wären, wie sie tun. Weitere Ungereimtheiten. Auf dem Bild links, ich gehe mal mit der Maus drüber, sehen Sie Jens Spahn mit einer Atemschutzmaske, die ja nachgewiesenermaßen wenig Sinn macht, in einem total überfüllten Aufzug. In der Mitte hier sehen Sie noch den Ministerpräsidenten von Hessen, den ich aber gerade nicht mit dem Namen benennen kann. Also in einem überfüllten Aufzug, wegen Überfüllung geschlossen, steht hier unten, ja. Also, warum macht man das und uns empfiehlt man, einen Abstand von 2 Metern zu halten? Ist es denn noch glaubwürdig? Ja, die nächste Frage ist dann an dieser Stelle auch, gibt es Viren überhaupt? Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit den verschiedensten auch Verschwörungstheorien beschäftigt, ja, also querbeet sozusagen, und bin dann auch auf den Dr. Stefan Lanka gestoßen, ein Wissenschaftler, der sich sehr intensiv auch mit Viren und auch mit dem HIV-Virus und so weiter beruflich intensiv beschäftigte. Er kommt zu dem Schluss, niemand kann Viren wirklich nachweisen. Und ob es Viren überhaupt gibt, ist quasi fast wie eine Erfindung, weil noch niemand hat einen Virus gesehen, sagt Dr. Lanka. Ja? Die Nachweismethoden halten wissenschaftlichen Kriterien nicht stand. Er setzte sogar einmal eine Belohnung über 100.000 € aus für den Nachweis des Masernvirus. Also wenn jemand den Masernvirus nachweisen kann, wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien standhaltend, dann bekommt dieser von Dr. Lanka 100.000 €. Es kam dann ein junger Wissenschaftler und legte ihm Virennachweis, Arbeiten vor aus der Wissenschaft, und die waren aber alle nicht laut Dr. Lanka haltbar. Dieser junge Wissenschaftler klagte dann gegen Dr. Lanka, und Dr. Lanka gewann diesen Prozess. Ich verlinke euch unter diesem Video sämtliche Links aus dem hier genannten in diesem Video. Schauen Sie also in die Beschreibung auf YouTube und schauen Sie dort nach, selbst nach, zu den Links, die ich Ihnen alle unter dieses Video setze.
Also, schauen Sie nach Dr. Lanka. Es gibt ein paar spannende Videos zu Dr. Lanka bezüglich des überhaupt möglichen Nachweises oder unmöglichen Nachweises von Viren. Und bilden Sie sich selbst, bilde dir selbst deine eigene Meinung. So, nun kommen wir aber zum Positiven dieser ganzen Angelegenheit. Zum allerersten werden wir uns mit dem Thema Vorbeugung beschäftigen, weil Vorbeugung ist immer besser als die Behandlung einer Krankheit. Der Darm ist die Wurzel der Pflanze. Mensch war mal ein Ausspruch, den ich gelesen habe von Dr. Jens Schura, der sehr gute Kuren entwickelt hatte, um zu entschlacken, entgiften und entsäuern. Gleichzeitig musst du wissen, und viele wissen es auch schon, ca. 80% des Immunsystems werden im Darm gebildet. Deshalb ist es wichtig, schau zuallererst, dass deine Verdauungsorgane und dein Darm sich in einem sehr guten Zustand befindet. Dann hast du die beste Basis, damit du egal was nicht krank werden kannst, oder es ist wirklich dann viel schwieriger, überhaupt eine Krankheit sich einzufangen. Oh, hier ist die Folie ein bisschen links außen, aber man kann es noch lesen. Ja, die Vorbeugung zum allerersten Mal, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. In meiner Praxis habe ich immer auch ganzheitliche Labordiagnostik durchgeführt. Und zwar zuallererst habe ich eine Stuhluntersuchung veranlasst auf Pilze, auf verschiedene Bakterien, auf Entzündungsparameter, auch auf Tumormarker und vieles andere. Und nach diesem Labortest habe ich dann eine Darmsanierungsbehandlung vorgeschlagen, entsprechend dem, was eben bei diesem Test rausgekommen ist. Zusätzlich habe ich dann noch einen Nahrungsmitteltest auf die Immunglobuline IgG1 bis IgG4 empfohlen. Das heißt, es wurden dann bis zu 270 Nahrungsmittel in Kontakt gebracht mit den Immunglobulinen G1 bis G4. Und ich schlug dann, nachdem der Test dann da war, vor, diese Nahrungsmittel, wo die Immunglobuline G1 bis G4 überreagiert haben aus dem eigenen Blut, dass man die dann weglässt eine gewisse Zeit, während man die Darmsanierung betreibt. Nur so kann eine Darmsanierung auch gut und sinnvoll vonstatten gehen. Die allen anderen Darmsanierungen sind meiner Meinung nach zwei Schritte vor und ein zurück. Und wenn Sie den Nahrungsmitteltest noch einfügen, dann sind es zwei Schritte vor täglich, ohne einen Schritt zurück. Ja, so kann man das ungefähr vergleichen. Ja, dann kommen bei mir, nachdem also der Nahrungsmitteltest da ist, die Menschen den Nahrungsmittel weglassen, auf die sie überreagiert haben, dann kommt die Darmsanierung mit rechtsdrehender Milchsäure, weil dadurch die Wiederansiedelung der Darmbakterien, die wichtig sind für unseren Darm, dadurch verbessert sich die Wiederbesiedelung der sogenannten probiotischen Keime. Deshalb gibt es dann bei mir eine Kombination aus rechtsdrehender Milchsäure und guten probiotischen Präparaten. Bei der Ernährung achte ich bei meinen Patienten grundsätzlich darauf, dass der Gemüseanteil hoch ist. Das hat viele Vorteile. Erstens mal haben wir dadurch vermehrt Vitalstoffe, die wir uns zuführen, die ich jetzt mal so zusammenfasse, Vitalstoffe, ja. Gleichzeitig sind es basische Lebensmittel und das ist ganz wichtig, dass wir auch nicht so sehr übersäuern, damit das ökologische Milieu im System mehr im Gleichgewicht ist. Deshalb empfehle ich auch wenig bis keine tierische Produkte zu konsumieren, also möglichst kein Fleisch und möglichst auch keine Milch, möglichst wenig Eier und ja, also bei den Veganern, die verzichten ja auch auf Honig. Ja, ich nehme jetzt schon Honig, ja. Okay, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann finde ich noch ganz wichtig, und es wird selten beachtet, richtiges Atmen. Die Menschen atmen meistens zu flach und falsch. Viele Menschen nutzen die Bauchatmung nicht,
Und dadurch wird quasi, weil durchs Atmen, wenn das Zwerchfell nach unten geht, dann wird quasi dadurch auch immer der Darm und die Leber massiert und der Blutrückfluss zum Herzen wird angeregt. Wenn wir flach atmen, dann stockt alles, ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch wirklich darauf achten, dass wir auch richtig atmen, also richtig in den Bauch atmen. Wie es die Babys, wenn du ein Baby beachtest, wenn es auf die Welt kommt, Babys atmen alle über den Bauch. Und irgendwann gibt es dann mal einen Schreck oder einen Schock oder wir wollen den Bauch einziehen, weil wir unseren Bauch nicht zeigen wollen. Dann gehen wir über die flache Brustatmung und verlernen dann die Bauchatmung. Wichtig finde ich auch qualitativ gute Bewegung. Das heißt, das ist dann nicht Staubsaugen und Putzen, ne, sondern das ist dann eher Yoga oder was ich gerne mache, die Bewegungslehre nach Liebscher und Bracht. Oder auch andere gute Bewegungsformen wie Klettern, Schwimmen und, ja. Und dann ist auch wichtig, achte auf deine Stimmung. Dazu könnte ich ein extra Thema machen. Ich gebe mal hier nur das Stichwort, deine Gedanken bestimmen deine Gefühlslage. Es kommt darauf an, was du denkst, welche Gedanken du in dich reinlässt, zulässt, ja. Das kommt dann drauf an, was du für eine Stimmung hast. Und die Stimmung tut sich wieder auch auf das Immunsystem, auf das Befinden sehr stark auswirken. Ja, die Behandlung von Infekten ganz grundsätzlich ist eigentlich ein Spruch. Viel trinken, wenig essen. Am besten natürlich dann auch viel warme Sachen trinken, wie gute Tees und so weiter. Und wenig essen, weil wenn du wenig isst in dieser Zeit, dann hat der Körper mehr Energie übrig, um den Körper wieder zur wiederen Gesundheitsentstehung beizutragen. Also der Körper hat dann viel mehr Ressourcen übrig, um zum Beispiel gegen Erreger zu kämpfen und so weiter und so fort. Also viel trinken, wenig essen. Wenn du was isst, wären gut Gemüsesuppen, Gemüsebrühen, Reissuppen. Ich tue dann immer gern auch Knoblauch rein und Chili und so, ja. Ist aber Geschmackssache, ja. Dann natürlich gönne dir Ruhe. Falls du Atemwegsprobleme hast, mit Atemwegen in irgendeiner Form, dann empfehle ich auch Dampfinhalationen, also über einen Kochtopf mit kochendem Wasser, mit einem Handtuch über den Kochtopf und dann diese möglichst heißen Dämpfe eininhalieren. Man kann dann noch zum Beispiel ätherische Öle hinzutun. Ich habe dann immer gern die Olbas-Tropfen genommen, aber da gibt's die verschiedensten, ja. Zum Beispiel auch Salvia Thymol fällt mir dazu ein. Man kann auch einfach Kräuter reintun wie Thymian, Efeu, Myrte. Diese Thymian und Efeu gibt's auch alles in Kapselform, ja. Die sind auch schleimlösend zum Beispiel. Das empfehle ich auch, wenn man besser abhusten möchte. Trink Thymian-Tee, es gibt auch Efeu-Sirup und die Myrte gibt es auch in Kapselform. Wie ich es unten da erwähnt habe, links von dem Bild, Gelomyrtol Forte wäre so ein Fertigpräparat. Dann empfehle ich dir, wenn du Fieber hast, senke das Fieber bitte nicht. Lass das Fieber. Überwache es natürlich nicht, dass es über 41 Grad geht. Ja? Lass das Fieber da, weil Fieber hat den Grund, Erreger zu töten. Und wenn du hergehst und Fieber senkst, dann überleben die Erreger und dann brauchst du wieder Antibiotika oder sonst irgendwas, um diese Erreger abzutöten, die die erhöhte Temperatur erledigen würde. Fieber macht Sinn und hat einen guten Grund. Der Körper ist intelligent. Und wenn der Körper die Temperatur erhöhen möchte, dann möchte er das tun, damit eben Erreger, die im Körper sind, absterben dadurch. Wie gesagt, überwacht die Temperatur, dass sie nicht über 41 Grad geht. Ich habe hier 40,5 zur Sicherheit geschrieben, ja. Und wenn dann die Fesseln unten an den Beinen um die Knöchel rum, wenn die heiß sind, ja, dann unterstütze den Körper, hilf dem Körper mit Wadenwickeln. Da kannst du auch ein bisschen Essig ins Wasser reintun und dann tust du einfach dein um die Knöchel rum Wickel machen und dann wird dadurch die Temperatur
schnell abgesenkt. Nimm am besten keine fiebersenkende Mittel wie Paracetamol, die belasten die Niere. Das wäre nicht die Wahl. Das wäre nur, für mich sind Chemotherapeutika verschiedenster Art nur Notfallpräparate, wenn wirklich nichts anderes mehr hilft. Ansonsten belaste ich meinen Körper nicht nur, sondern ich möchte ihn unterstützen und ihm helfen, damit er sich selbst am besten helfen kann. Und das ist die beste Variante, egal um was es sich für eine Krankheit dreht. Ja, nehmen Sie zusätzlich antiviral und antibakteriell wirksame Naturpflanzen zu sich, Ich habe jetzt gerade hier einen Schreibfehler entdeckt, zusätzlich natürlich, ja, aber bitte nicht krumm nehmen. Ja, meine Top 3 der antimikrobiellen Pflanzen. Hier haben wir Nummer 1, das ist die Zistrose, der Cistus creticus, also die kretische Zistrose. Sie hat nachgewiesenerweise antivirale Eigenschaft, auch bei Grippeviren, wirksam sogar auch bei Borrelien und Ebola. Volksmedizinisch wird die Zistrose auch bei Haut- und Darmerkrankungen wie Durchfall eingesetzt. Du kannst auch hier selbst, ich habe hier bei Wikipedia nachgelesen, ja, hier steht dann auch Untersuchungen über antivirale Wirkung. Darüber hinaus wird Zistrose eine antivirale Wirkung zugesprochen. Ein standardisierter Zistrosenextrakt wird im Tierversuch eine antivirale Wirkung, darunter auch gegen verschiedene Influenza-Erreger, wobei, also da steht jetzt ziemlich viel. Kannst du ja selbst nachlesen, ich setze den Link dann hier unter dieses Video. Ja, also es hat auf jeden Fall nachgewiesenermaßen antivirale Eigenschaft und ist ansonsten auch sehr, sehr, sehr gesund. Dann haben wir die nächste antivirale Pflanze Nummer 2, Oregano. In einer kleinen Studie war Oreganoöl sogar wirksam gegen Coronaviren. Verdünnen Sie das reine Oreganoöl, was man beziehen kann, mit einem Trägeröl wie Jojoba, Oliven oder Kokosnussöl. Dazu geben Sie einen Tropfen Oreganoöl auf die bis zu 20-fache Menge Trägeröl, also 1 zu 20, ein Tropfen auf 20 Tropfen Trägeröl und nehmen das Ölgemisch täglich bis zu 10 Tage ein. Auch zu Oregano habe ich hier was rausgesucht. Wo ist es denn? Hier, genau. Hier haben wir, aber das geht jetzt nicht ganz aufs Bild drauf, weil ich jetzt das angepasst habe für dieses Video. Also auf jeden Fall haben wir hier neuer Trend gegen Erkältungen. Was bringt das pflanzliche Antibiotikum Oreganoöl? Also ich verlinke euch diesen Artikel und da steht auch drin, dass es eben auch antiviral ist. Ja? Also diese Seite bitte selbst aufrufen und selbst nachschauen. Ja, okay. Dann haben wir als dritten Punkt dieser Präsentation dann noch das Olivenblatt. Ja, das Olivenblatt wird in Deutschland vor allem als Olivenblattextrakt angeboten und der Wirkstoff im Olivenblatt, der antiviral wirkt, nennt sich Oleuropein. Oleuropein wirkt ebenfalls nachweislich antiviral. Traditionell bei den Griechen wird es als Tee verabreicht, aber wie gesagt, es gibt es auch als Extrakt in Kapselform. Der Tee selbst schmeckt scheint nicht so besonders gut, etwas bitter, deswegen manche Menschen würden das vielleicht nicht mögen. So, hier habe ich dann auch noch einen Artikel zu dem Olivenblattextrakt. Du siehst hier links antiviral. Das ist jetzt nicht ganz drauf auf dem Bild. Tut mir leid, weil ich den Ausschnitt auf die Präsentation angepasst habe. Aber auch diesen Link setze ich dir unten unter dieses Video. Ja, wie geht's weiter? Das waren jetzt meine drei Top-Mittel aus der Naturheilkunde, natürliche Pflanzen, die auch bei Viren helfen. Die Natur hat alles für alles was zu bieten. Leider wird nur über chemische Substanzen diskutiert bezüglich Corona, ne, Impfstoff
oder Chloroquin oder andere aggressive Mittel aus der Chemotherapie, ja. Ich bevorzuge Naturmittel. Über Naturmittel spricht hier keiner. Warum? Denk dir deinen Teil selbst, ja. Aber die Apotheke Gottes hat für uns alles, für alle Beschwerden was gemacht. Es gibt im Schwäbischen den Spruch, für jedes Wehwehle hat der liebe Gott ein Kräutle geschaffen, ja. Okay. Zusätzlich sinnvoll ist auch Nahrungsergänzung. Also in dieser Stelle empfehle ich mal Vitamin C, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3, bitte hochdosiert. Am besten wäre es, du würdest deinen Vitaminspiegel bei einem guten Heilpraktiker deiner Wahl überprüfen lassen, wie auch deinen Stuhl untersuchen lassen zum Beispiel. Und lass mal deinen Vitamin D3-Spiegel überprüfen, und wenn der niedrig ist, gerade jetzt, wenn du nicht rausgehen kannst, ja, dann nimm gerne, auch wenn es auf der Packungsbeilage nicht anders draufsteht, aber nimm gerne 20.000 internationale Einheiten Vitamin D3 täglich. Da kann so schnell nichts passieren. Ich weiß, die offiziellen Wissenschaftler empfehlen nicht solche hohe Dosen, beziehungsweise sagen, sie seien gefährlich. Aber das kannst du erst mal ein paar Jahre eigentlich machen, bis das gefährlich werden könnte und eine Vitaminspeicherkrankheit entstehen würde. Das sagt man ja bei allen fettlöslichen Vitamine, also E, D, K und A sind fettlösliche Vitamine. Kann man sich merken mit dem Wort EDK, ja? Und fettlösliche Vitamine, sagt man, können Speicherkrankheiten hervorrufen. Aber bis mir da die Speicher so voll sind, das dauert ewig, ja? Also nimm ruhig dann 20.000 Einheiten am Tag. Manche nehmen sogar mehr. Und also 20.000 bis 50.000 internationale Einheiten wäre gar kein Problem. Ich empfehle auch OPC, weil OPC hat unglaublich tolle Eigenschaften, auch antientzündlich, durchblutungsverbessernd, und es verstärkt die Wirkung auch von Vitamin C zum Beispiel. Und natürlich empfehle ich auch für den Säure-Basen-Haushalt und viele andere Gründe, nimm regelmäßig Mineralien ein, also Kalium, Magnesium, Calcium vor allem, ja, die drei wichtigsten aus meiner Sicht, ja. Das wären mal meine Tipps als Nahrungsergänzungen. Diese bekommst du in guten Online-Shops. Ich würde sie dir nicht empfehlen, in Apotheken zu besorgen oder in Drogerien, weil das sind dann meistens niedrig dosiertere Dinge oder synthetisch hergestellte Sachen. Achte bitte auf gute Qualität, ja, und schau, dass du aus einer guten Quelle möglichst naturbelassene Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungen beziehst. Schau dich um. Wenn du Fragen hast dazu, kannst du dich gerne an mich wenden. Im Moment habe ich jetzt aber keine Empfehlung einer Firma hier vorzunennen in diesem Video, aber schau, dass du gute Qualität beziehst. Ja, zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Ob jetzt es den Virus gibt oder ob es den nicht gibt oder ob es Viren überhaupt gibt oder nicht, Desinfektion und Hygiene finde ich schon ein sehr gutes und wichtiges Thema. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es ist ja grundsätzlich gut, in einer sauberen Umgebung zu leben. Und deshalb, ein guter Freund von mir hat ein eigenes Präparat auf den Markt gebracht, was komplett biologisch abbaubar ist. Es ist ohne übelriechende Lösungsmittel, ohne Chlor und so weiter. Es ist komplett hautfreundlich, komplett natürlich. Man kann es quasi auf dem Körper anwenden, man kann es in die Luft sprühen, man kann damit Flächen putzen, ja, wie das Bad oder sogar den Boden, ja. Der Preis ist absolut in Ordnung. Und dann nochmal was: 10% des Gewinnes aus dem Verkauf dieses Desinfektionsmittels geht an mexikanische Menschen, die jetzt kein Geld mehr haben, um sich Essen zu kaufen. Hier gibt's private Organisationen, die kochen für die armen Menschen und liefern ihnen
das Geld in ihre Gegend, das nicht das Geld, das Essen in ihre Gegend, wo sie leben, liefern das Essen aus, damit jeder was zum Essen hat. Weil hier in Mexiko, wo ich lebe, leben viele Menschen von der Hand in den Mund. Und wenn sie keine Einnahmen mehr haben, weil sie nichts mehr verkaufen dürfen auf der Straße, dann stehen sie da und haben nichts mehr. Ja, sie können dann nichts mehr bezahlen, kein Wasser, kein Strom, keine Miete, geschweige denn, und natürlich sich auch nichts mehr zu essen zu leisten. Hier gibt es viele alleinerziehende Frauen mit kleinen Kindern, die nichts mehr haben. Deswegen habe ich vor, 10% des Gewinnes, das wir aus diesem Verkauf erwirtschaften, an diese Organisationen Abzug geben. Und wenn ich sogar mehr gewinne, was ich, mehr als ich brauche zum Leben, ja, dann gebe ich auch sehr gerne mehr ab, und ich sorge persönlich dafür, dass das Geld auch ankommt. Ich gebe es persönlich ab, und du kannst dich auf mich verlassen. Mir ist dieses Thema wirklich sehr, sehr wichtig. Also, liebe Leute, auch dieser Link, der hier genannt wird, https://terrathink.info/desinfektion, befindet sich hier in der Beschreibung. Und ab 6 Flaschen ist es versandkostenfrei. Falls du in irgendeiner Form eine Praxis hast, eine Firma, wo du größere Mengen möchtest, um auch Flächendesinfektion zu betreiben, dann gibt es auch 5 Liter und 1 Liter Kanister. Und dann frage bitte danach und auch nach dem Preis. Der Preis für eine Flasche, die du aber noch 1 zu 3 verdünnen kannst, liegt bei 14,90 €. Ja, das heißt, wenn du das auf 1 zu 3 verdünnst, kostet eigentlich 250 Milliliter nur 5 €. Ja, quasi. Also in diesem Sinne, hol dir möglichst viele von diesen Desinfektionsmitteln, und damit können wir hier den Menschen vor Ort auch helfen, damit hier jeder zu essen bekommt. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung, dass du das Video auch bis hierher angeschaut hast, und leite dieses Video gerne weiter. Lade es auch gerne herunter und lade es auf deinem Kanal wieder hoch, wenn du möchtest. Aber dann bitte mit den Informationen und den Links der Beschreibung zusätzlich, damit die Leute dann auch auf diese Informationen zugreifen können. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn dieses Video möglichst viele Menschen sehen, damit sie gut vorbeugen können, sich gut, falls sie mit irgendetwas krank werden, auch behandeln können, und damit sie auch möglichst viel Desinfektionsmittel kaufen, damit wir hier möglichst viel helfen können. Ich danke dir vielmals. Hier war Klaus Anton Meyer, Heilpraktiker seit 1996. Ich war über 20 Jahre in eigener Praxis sehr erfolgreich tätig, und nun bin ich hier in Mexiko und helfe von hier aus den Menschen, den Mexikanern, aber auch den Europäern. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Klaus.